Hast du schon erste Weihnachtsvorbereitungen getroffen? Ja, habe ich tatsächlich bereits, aber bei mir gibt es zu Hause nicht so wirklich viel Weihnachtsdeko. Ich habe meinen Adventskranz in Anführungszeichen vom letzten Jahr genauso wieder aufgestellt, sogar noch die Kerzen vom letzten Jahr benutzt. Die sind immer noch gut, also kann der noch herhalten dafür. Und dann habe ich einfach nur ja so ein paar kleine Figürchen aufgestellt und so einen Teller mit ein bisschen mit einer kleinen Lichterkette, Tannenzapfen und so ein Gedöns. Mehr gibt es bei mir zu Hause nicht und tatsächlich bei meinen Eltern haben wir seit Jahren auch schon keinen Weihnachtsbaum mehr. Finde ich total schade. Ich hätte sehr gerne einen, aber hier für mich alleine ist es Quatsch und meine Eltern haben da einfach keinen Bock mehr drauf. Also ich sage mal Deko in Maßen. Was sind denn so deine liebsten YouTuber? Oh, also einen liebsten YouTuber habe ich eigentlich nicht, das kann man nicht so sagen. Es gibt natürlich einige, wo ich regelmäßiger reinschaue. Mir fehlte aber die Zeit, neben meinem Vollzeitjob und meinem eigenen Zocken und meinen eigenen Videos noch so großartig viel zu gucken. Naja, wo gucke ich gerne rein? Bei Pada Games gucke ich natürlich sehr gerne rein. Dann hin und wieder bei PayZ, bei Moondice7, bei Gronkh hin und wieder natürlich auch. Also das sind so, sage ich mal, die größeren YouTuber, die ihr unter Umständen auch kennt. Ansonsten gucke ich natürlich regelmäßig bei den Leuten aus meiner Community rein. Gucke so, was die da für Videos haben. Lass hier und da natürlich auch gerne einen Kommentar da. Aber so einen festen, liebsten YouTuber habe ich nicht. Was ich noch sehr gerne gucke bzw. eher höre, sind Creepypasta-Kanäle. Da habe ich schon so drei bevorzugte. Ich höre da regelmäßig rein bei Kaiser, bei Weltenbruch und bei Helchester. Ja, das sind ganz coole Jungs und diese Creepypastas, die brauche ich mittlerweile, wenn ich im Bett liege, zum Einschlafen sozusagen. Aber ja, das war's dann auch eigentlich. So wirklich einen festen, liebsten YouTuber habe ich nicht. Ich gucke hier und da überall mal rein.